Einen schönen guten Abend zusammen. Herzlich willkommen hier im Landtag von Baden-Württemberg zu Conmedia, der Hochschule der Medien. Der Titel der diesjährigen Conmedia lautet Kopfsache und dann die drei Schlagwörter dazu: Tradition, Frau und Zukunft. Ich freue mich, euch heute durch diesen Abend hier führen zu dürfen. Mein Name ist Caroline Lessmann und ich heiße euch herzlich willkommen hier im Landtag von Baden-Württemberg. Ja, gleich zu Beginn möchte ich direkt etwas loswerden, weil es wirklich etwas ganz Besonderes heute Abend ist. Wir sind völlig überwältigt davon, wie viele Menschen sich heute Abend hier für die Conmedia interessiert haben. Wir hatten im Vorfeld einen regelrechten Anmeldungssturm, sodass wir erstmals in der 18-jährigen Geschichte der Conmedia die Anmeldeliste wegen zu großer Nachfrage schließen mussten. Fast 800 Leute sind heute Abend hier. Wahnsinn! Ja, das freut uns wirklich sehr, weil es uns zeigt, dass euch genauso wie uns das Thema umtreibt. Und so soll es ja schließlich auch sein. Es ist nur so, ich weiß, jetzt sind sehr viele Leute heute Abend hier, deswegen finden gerade auch nicht alle Platz im Plenum. Aber macht euch keine Gedanken, wir übertragen alles, was hier drin passiert, auch draußen in die Lobby. Ich hoffe, da hört mich jetzt auch alle und ihr seht mich auch. Deswegen, ihr kriegt alles mit vom Thema. Und ungefähr so nach der Hälfte der Veranstaltung bieten wir euch auch einen kleinen Wechsel an. Und zwar können dann diejenigen, die jetzt am Anfang hier drin keinen Platz bekommen, draußen in der Lobby, ihr könntet hochgehen in die Besuchertribüne und die jetzt in der Besuchertribüne sind, würden dann runtergehen in die Lobby. Das ist nur ein Angebot, wenn ihr euch draußen aber jetzt wohlfühlt und schon irgendwie gemütlich sitzt, könnt ihr sehr gerne auch einfach sitzen bleiben. Das ist, hier wird keiner verpflichtet, nur damit alle mal die Chance bekommen könnten, hier auch drin im Plenum sitzen zu können. Zusätzlich werden im Laufe des Abends unsere Conmedia-Saaldiener, die seht ihr jetzt gerade hier an den Eingängen stehen, die schmucken Herren mit den Anzügen, die ein oder andere hier im Raum auf die Schulter tippen und auffordern, ihm zu folgen. Nicht wundern, das gehört zu unserem Konzept heute Abend mit dazu. Und ihr werdet dann auch einfach bitte still und leise mitgehen, das wird dann alles selbsterklärend sein. Ihr werdet, passt einfach auf, das ist Teil unseres Konzepts heute Abend und ihr werdet hoffentlich auch rasch merken, warum wir das Ganze so machen. So, jetzt habe ich viel erklärt, das musste leider sein, weil heute Abend sind ja auch viele Menschen hier. Versucht einfach die Conmedia jetzt zu genießen. Auch wenn ihr nicht den optimalen Platz habt, es geht ums Thema und wie gesagt, ich werde mich bemühen, dass ihr alles auch von draußen mitbekommen werdet. Und übrigens an die Leute in der Lobby, ihr dürft euch auch sehr gerne die Nasen an den Scheiben platt drücken, da sieht man ja auch gut, ne? So. Das war jetzt das Warm-up. Jetzt schmeißen wir nur noch die Kameras an, denn die Conmedia wird wie immer auch aufgezeichnet und ist danach für euch alle auch abrufbar. Und deswegen bitte nicht wundern, ich werde mich gleich nochmal vorstellen und ein paar Dinge nochmal wiederholen, die ich gerade gesagt habe. Das mache ich aber nicht, weil wir hier nach dem Motto leben, doppelt hält besser. Nein, das kommt alles, das ist schon so richtig und ab jetzt gilt es dann. Daher viel Spaß bei der Conmedia. Kopfsache, Tradition, Frau, Zukunft. Bis gleich. »1918. Wahlrecht für Frauen. Deutschland befindet sich im Wiederaufbau. Nach dem Ersten Weltkrieg wird die Weimarer Republik gegründet. Im November wird beschlossen, dass deutschen Frauen das aktive und passive Wahlrecht gewährt wird. Im Januar 1919 dürfen Frauen im Deutschen Reich erstmals an Wahlen teilnehmen. In der Nationalversammlung gehen von den 421 Mandaten 37 an Frauen.« 1949. Die formale Gleichstellung von Männern und Frauen wird im Grundgesetz verankert. Nach so einem Krieg wieder zerstörte Städte, alles Zerstörte aufzubauen, da hat es, glaube ich, im alltäglichen Leben und Denken im ersten Moment gar keine Rolle gespielt. Aber es hat schon eine Rolle gespielt. Also auf die Dauer hat es eine Rolle gespielt, aber nicht unbedingt, dass man sagt, jetzt war 48 das und dann ist das sofort darauf passiert. Eigentlich muss ich ehrlich sagen, die Gleichstellung der Frau stammt nicht in erster Linie.
sondern mein Leben, wie ich hier Fuß fassen kann und Geld verdienen kann. 1958. Das Gleichberechtigungsgesetz tritt in Kraft, auch bekannt als das Hausfrauen-Ehegesetz. In der Zeit, als ich ein Kind war oder eine junge Frau, weiß ich, war zum Beispiel, hätte man nie ein unverheiratetes Kind kriegen dürfen, zum Beispiel. Das war dann sowas, die Frauen, die eben dann doch unverheiratetes Kind bekommen haben, die sind eigentlich ganz schön geächtet worden gesellschaftlich. Man musste innerhalb von den vorgefügten Rollen bleiben, um einigermaßen leben zu können. Aber heute, wenn man so Filme sieht, da setzt die Frau voraus, dass der Mann sich genauso für die Kinder einsetzt. Aber das war früher nicht so. War es schlecht? War es gut? Ich weiß es nicht. Mit dem Gleichberechtigungsgesetz dürfen nun Frauen ohne die Erlaubnis des Mannes den Führerschein machen und ein Konto eröffnen. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass mein Mann mir auch zur Arbeit Genehmigung geben musste oder auch zum Führerschein. Ich fing an zu arbeiten und da bekamen wir alle unser Gehalt einmal im Monat in einem durchsichtigen Umschlag, durch den wir sehen konnten, ob wirklich das Geld drin ist, was vorne drauf stand. Das habe ich, glaube ich, 2 Jahre erlebt, bis es dann hieß, Frauen müssen jetzt ein eigenes Konto richten. 1971. Das Abtreibungsverbot gerät in die Kritik. In ganz Deutschland protestieren Frauen gegen das Abtreibungsverbot, den Paragraphen 218 des Strafgesetzbuches. Ich weiß, dass es sehr viele illegale Abtreibungen damals gab. Viele, viele, viele. Bei allen möglichen Frauen quer durch die Gesellschaftsschichten. Und das waren nicht nur die Aktivistinnen, die das damals ins Rollen gebracht haben, sondern das war ein Thema, das traf auf quasi die Breite der Bevölkerung. Und zur damaligen Zeit war es so, eine Frau, die ungewollt schwanger wurde, brauchte 3 Unterschriften von 3 Ärzten oder Ärztinnen, damals waren es hauptsächlich Ärzte, damit sie das Recht auf einen Abbruch haben konnte, zum Beispiel wegen gesundheitlicher Risiken. Und ich weiß ganz konkret im Fall meiner Mutter, dass trotz offensichtlicher großer Gefahr diese Unterschriften dann nicht zustande kamen und die Frauen gezwungen wurden, die Kinder auszutragen, selbst wenn das bedeutet hat, dass sie dabei gestorben sind. 1980. Gleicher Lohn für alle. Das Gesetz zur Gleichbehandlung von Männern und Frauen regelt, dass Frauen das gleiche Geld für die gleiche Arbeit bekommen sollen. Faktisch ist das bis heute nicht erreicht. Bei der Vorstellung stelle ich eine junge Frau oder einen jungen Mann ein, wird es tendenziell vielleicht eher so sein, dass man für bestimmte Positionen lieber den jungen Mann einstellt, einfach weil das also im Hinterkopf von alle ist. 1995. Nach starken Protesten wird das Abtreibungsrecht gelockert. Jetzt rüberzuziehen zum Charlottenplatz, diesen Platz zu besetzen und sagen, wenigstens für eine kurze Zeit ist dieser Platz unser. So eine kulturelle Wandlung braucht ja lange, lange, lange Zeit. Also es gab die Proteste, es gab diese Abtreibungsfahrten, es gab Frauen quer durch alle Bevölkerungsschichten, die sich da solidarisiert haben. Aber gleichzeitig gab natürlich, also hält man sich auch gern an alten Gesellschaftsstrukturen fest, weil die kennt man. 1997. Vergewaltigung in der Ehe wird strafbar. 25 Jahre kämpfen Frauenrechtlerinnen um diese Änderung im Strafgesetzbuch. In der Ehe gibt es gar keine Vergewaltigung. Es war eine sehr weit verbreitete Art zu denken. Darüber wurde nie gesprochen. Gar nie. Man hat die Ehe doch lange als das begriffen, jetzt gehört die Frau dem Mann, der sie geheiratet hat. Und das heißt, er kann ihren Körper, so wie sozusagen der Staat sagt, die Kinder, die
mit denen du schwanger wirst, die musst du kriegen, hatte der Mann auch das Recht auf den Körper der Frau sexuell. 2005. Die erste Frau wird Bundeskanzlerin. Herr Präsident, ich nehme die Wahl an und bedanke mich für das Vertrauen. Ich glaube schon, dass sie eine Wirklichkeit begründet hat, nämlich dass natürlich eine Frau genauso Bundeskanzlerin sein kann. Also einfach als Bild in der Gesellschaft, also gar nicht bewusst, ein Kind wächst auf mit dem, da ist eine Frau Bundeskanzlerin. Früher hat es das als Bild gar nicht gegeben. Ich glaube, als Frau hat sie sich schon für die Frauen mehr eingesetzt. Was hoffentlich die heutige auch macht oder die nächste auch macht. Ja, 100 Jahre Frauenwahlrecht. Da weiß man als Frau teilweise nicht, ob man sich freuen oder ob man nicht vielleicht doch weinen sollte. Wurde genug erreicht in diesen ja doch langen 100 Jahren? Wenn man sich den Film anschaut, gab es schon einige Meilensteine in dieser Zeit. An dieser Stelle übrigens ein großes Dankeschön an das Haus des Dokumentarfilms in Stuttgart für das tolle Originalmaterial. Aber zurück zu meiner Frage. Ja, gerne auch applaudieren kurz. Aber zurück zu meiner Frage. Ich meine, wir leben ja jetzt im modernen 21. Jahrhundert. Da müsste doch eine Veranstaltung wie diese heute Abend eigentlich überflüssig sein, oder? Ist sie aber nicht. Ist sie aber nicht. Denn noch immer fühlen wir Frauen uns selbst in der heutigen Zeit immer mal wieder hinten angestellt. Ist das vielleicht alles nur Kopfsache, wieso wir manchmal das Gefühl haben, dass selbst heutzutage keine wirkliche Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau herrscht? Existiert diese nur auf dem Papier oder ist es vielleicht auch alles gar nicht so schlimm? Mit diesen Themen beschäftigen wir uns heute Abend in der Conmedia der Hochschule der Medien in Stuttgart. Wir liefern den jungen Blick auf das viel zu alte Thema und zwar unter der Schlagzeile Kopfsache, Tradition, Frau und Zukunft. Damit herzlich willkommen zu Conmedia, heute zu Gast im Landtag von Baden-Württemberg. Mein Name ist Caroline Lessmann und ich studiere am Institut für Moderation an der Hochschule der Medien. Dort ist die Conmedia als interdisziplinäres journalistisches Projekt von 30 Studierenden konzipiert und umgesetzt worden in den letzten 3 Monaten. Ein Projekt, mit dem wir zeigen wollen, wir wollen mitmischen, wenn es um gesellschaftspolitische Fragestellungen geht. Und das aus unserer Perspektive und im besten Fall mit echten Partnern. Das ist diesmal der Landtag von Baden-Württemberg. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön vorab an die Präsidentin des Landtags, Muhterem Aras. Danke, dass wir heute hier ins Plenum durften. Ja, wenn ich mich hier gerade so umschaue, dann fühle ich mich eigentlich sehr wohl. Ich meine, schaut euch selbst mal um. Ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, aber das Plenum ist heute im wortwörtlichen Sinne eine Frauenrunde. Und die Männer, die müssen heute draußen bleiben. An dieser Stelle einen kurzen Gruß in die Lobby draußen an alle Männer. Ja, ich weiß. Das ist auch nicht so wirklich im Sinne der Gleichberechtigung, aber man kennt es nur zu Genüge umgekehrt. Wenn man mal zum Beispiel sich Vorstandsrunden in großen Unternehmen anschaut, da würde sich keiner wundern, wenn nur Männer am Tisch sitzen. Schlimm genug. Aber ich glaube, solch ein Bild, wie wir es heute hier haben, nur Frauen, das hat noch keine von uns gesehen. Das Plenum fest in Frauenhand. Ja, jetzt kann ich nur sagen, wie es sich für mich hier vorne anfühlt, aber wie ist es für euch im Publikum hier, nur unter Frauen zu sitzen? Wie ist es so, hier nur unter Frauen? Fühlt sich gut an und ich bin im Ingenieurinnenbund und dort haben wir öfters Tagungen nur für Frauen. Das ist schön, sehr gut. Wie fühlt es sich an, hier nur unter Frauen? Ich finde es sensationell. Ich glaube, ich habe das kaum bei einer Anhörung mal, wo es um Frauenthemen ging. Da waren nur vereinzelt Männer zu sehen, aber ansonsten habe ich das noch nie erlebt.
Frau Aras, Sie sind ja öfters hier, aber wahrscheinlich auch selten mit diesem Anblick, oder? Ganz selten, um nicht zu sagen, das erste Mal, glaube ich sogar. Ich muss sagen, ich fühle mich wohl, wirklich sehr wohl, aber es ist auch sehr fremd, dieses Gefühl, nur Frauen hier zu haben. Was auch auffällig ist, es ist eine bunte Mischung der unterschiedlichen Altersgruppen, das ist ja deutlich sichtbar, was auch sonst nicht im Landtag ist. Und ich würde mal sagen, hier fehlen Männer. Das ist ein ungewohntes Bild. Und letztendlich macht es die Mischung aus. Ja, das stimmt. Aber schlimm, dass man irgendwie so schon irgendwie, es ist was Besonderes und man muss es, es ist ungewohnt für alle. So, jetzt durfte auch schon der erste Mann hier zu uns stoßen. Ein Mann unter 142 Frauen. Ich verzichte jetzt mal auf das bescheuerte Bild vom Hahn im Korb. Wir wollen ja keine plumpen Klischees heute Abend bedienen. Deswegen direkt die Frage an dich. Wie ist es, hier nur unter Frauen zu sitzen? Ungewohnt. Und irgendwie fühle ich mich ein bisschen alleine. Alleine. Aber wäre es denn auch so, wenn jetzt hier nur Männer sitzen würden und eine Frau? Was wäre dann das Gefühl? Nicht ganz so schlimm. Schlimm? Oh, das ist aber okay. Mit wem bist du denn heute Abend hier? Mit meiner Frau und meiner Tochter. Ah, hallo. Sind die gerade hier? Da, ah, und da drüben, ja. Darf ich fragen, was ihr beruflich macht? Also ich arbeite beim Daimler in der Entwicklung und da sind wir sehr männerlastig. Ja. Und meine Frau arbeitet ehrenamtlich Schülerbetreuung für Grundschulkinder und meine Tochter studiert. Okay, danke schön. Ja, also das klingt für mich dann doch ein bisschen so nach typischen Männer- und Frauenberufen. Der eine arbeitet in der Entwicklung, die andere ehrenamtlich. Aber was ist überhaupt typisch? Wo kommen sie her, diese Rollenbilder, die wir in uns tragen? Ich meine, denken wir mal alle zurück an unsere Kindheit. Da war es doch eigentlich selbstverständlich, wie Mama oder Papa oder beide zusammen das so gemacht und gemanagt haben damals. Oder? Klar ist, sie haben dabei unsere Rollenbilder mit Sicherheit mitgeprägt und das ohne, dass wir es gemerkt haben. Das fanden wir total spannend und wollten diesen Prozess mal sichtbar machen. Wie früh kommen Kinder mit Rollenbildern in Kontakt und wie gehen sie eigentlich damit um? Unser Conmedia-Team ist mal in Grundschulen gegangen, hier in Stuttgart, und hat die Kinder einfach mal selbst gefragt. Schaut selbst. Mein Papa ist Grafiker und meine Mutter ist Lehrerin. Meine Mama und mein Papa arbeiten so, wo die Maschinen herstellen. In ihrem Geschäft. Da machen die da telefonieren da und arbeiten. Also Mama arbeitet im Kindergarten und Papa im Geschäft. Der Vertraktor. Oh, da kenne ich schon eine Sache. Ja. Er kann auf jeden Fall besser bauen. Bei mir kann mein Papa besser kochen. Mein Papa kann besser Fernsehen gucken. Meine Mama kocht eigentlich immer besser, aber wenn es um Pfannkuchen und Waffeln geht, dann ist mein Papa der King. Meine Mama kann besser Sport. Mama kann halt besser so Sachen wie halt im Haushalt oder so. Die ist mit meiner Oma immer in die Küche und die backt. Schneller! Tu doch einfach mehr graue Bälle nehmen, tu zwei oder vier. So, also ist euch was aufgefallen bei eurer Belohnung? Ich habe eins und die haben alle zwei. Und wie findet ihr das? Ungerecht. Ein bisschen unfair. Sind Mädchen schlechter als Jungs? Mir ist es eigentlich egal. Ja. Ich find's gut. Ich auch. Also, ich finde es unfair. Und gemein. Wenn es um Geld geht, wäre es mir schon ein bisschen unrecht. Wir hätten es gemacht, dass jeder gleich viel kriegt. Und warum verdienen die eigentlich mehr? Ja, weil
Weil die Männer mehr verdienen, müssen es ja Männer entscheiden. Ja, ist doch logisch. Früher dachte man halt einfach, dass halt Männer es einfach besser können und sowas. Weil die Frauen früher nicht so viel Recht, auch nicht Recht hatten. Vielleicht, weil früher die Mädchen nicht so in die Schule gegangen sind. Einfach auch so, ob das die Frauen wollen. Halt einfach, ja, wenn sie es jetzt nicht wollen, dann wäre es mir egal. Aber wenn halt viele wollen, aber einfach nicht werden, dann wäre es schon vielleicht besser, wenn es ausgeglichener wäre. Sie können besser regieren. Aber die merken es doch auch, die Mädchen. Also ich finde es auf jeden Fall besser, dass mehr Jungs Politiker werden würden. Ja, aber am coolsten ist, wenn es Mädchen gar nicht wären. Wird es halt so machen, dass halt gleich viele Jungs und gleich viele Mädchen da sind. Weil die dann sagen können, dass beide gleich viel verdienen sollen. Weil Mädchen können genauso entscheiden wie Jungs. Langes Haar, blond. Mit einem weißen Kleid und ganz schön glitzrig. Nett und lustig. Sie kann sein, was sie will. Ich muss sie ja nicht zwingen. Gelenkig. Meine Mama. Und schön. Bei mir muss sie krass aussehen. Und ich muss gut zocken können. Nett. Ja, schon interessant. Schon interessant, was da so für Rollenbilder verankert sind. Der Papa schaut gut fern und baut gut. Die Mama backt gut. Ja, aber die Mama ist, glaube ich, bei uns allen im Herzen so die perfekte Frau. Aber schlank ist sie wohl auch und gelenkig, wie wir gerade gehört haben. Heißt wohl sportlich, hübsch und langes blondes Haar wurde, glaube ich, noch erwähnt. Ja, das ist die perfekte Frau und nett. Ich weiß zwar nicht, also nett ist jetzt normalerweise nicht so das größte Kompliment, aber sie haben es ganz oft gesagt. Ich glaube, die meinten das schon gut mit uns. Es ist auf jeden Fall erstaunlich, wie früh solche Klischees Platz greifen können. Aber diese Klischees wollen wir heute Abend mal bewusst brechen. Und deswegen haben wir zu diesem Thema den aus unserer Sicht perfekten Gast eingeladen. Ich begrüße bei mir jetzt herzlich die Influencerin Kim Hoss aus Stuttgart. Hallo Kim, du darfst dich gerne da mal hinstellen. So. Hallo. Hi. Schön, dass du bei uns bist heute Abend. Ich freue mich, hier zu sein. Danke. Bevor wir mehr über dich erfahren, würde mich mal kurz interessieren, was du zu den Kinderbildern gerade meintest. Also die perfekte Frau. Ich hatte ja zusammengefasst, sportlich, hübsch, lange blonde Haare. Blond bist du schon mal. Wie würdest du dich denn generell mit diesen anderen Attributen, würdest du dich da auch mit identifizieren? Gelenkig bin ich jetzt nicht so, aber ich bin sehr nett. Ich hätte vermutlich als Kind genauso geantwortet und auch genauso eine Frau gemalt. Lange blonde Haare. Wenn man die Kindergartenbilder aus meiner Kindheit anschaut, sind die wahrscheinlich auch so. Ja, woran meinst du, woran liegt das? Ich glaube, viel macht die Werbung da mit uns. Also wenn man den Fernseher anschaltet oder Plakate anschaut an der Bushaltestelle. Die Frauen sind alle super schlank und haben lange blonde Haare, die im Wind wehen und haben die perfekte Haut und den perfekten Körper und sind immer am Lachen. So sehen aber nicht alle Frauen aus, nein. Nee, mit Sicherheit nicht. Wie wäre denn für dich die perfekte Frau? Oh, gute Wenn du drei Frage. Attribute nur hättest. Drei Attribute für die perfekte Frau. Selbstbewusst, schlagfertig, Gelenkig. Ja, wir alle müssen uns heute Abend nochmal dehnen, glaube ich, wenn wir nach Hause gehen, damit wir das auch erreichen. So, die meisten wissen ja wahrscheinlich, was eine Influencerin ist, aber es gibt ein paar ältere Besucher heute Abend auch hier. Das meine ich nicht despektierlich, aber könntest du deswegen noch einmal beschreiben, was eine Influencerin macht? Eine Influencerin beeinflusst
im besten Falle mit positiven Werten, mit positiven Eigenschaften ihre Zuschauer und Zuhörerinnen und Zuschauerinnen. Ups. Alles gut. Vielleicht stellst du dich deswegen noch mal kurz unserem Publikum jetzt auch vor, wer du bist, was du machst und was dich ausmacht. Ja, also ich bin Kim Hoss, ich komme aus Stuttgart, ich bin bald 32 Jahre alt. Ich bin selbstständige Grafikdesignerin, mache aber noch ganz, ganz viel Zeug nebenher. Ich habe einen kleinen Mops, der konnte leider heute nicht teilnehmen, weil er ein Mann ist. Der ist draußen in der Lobby. Ich habe zusammen mit einer Freundin ein Label gegründet, das heißt die Bauchfrauen. Dort verbreiten wir gute Laune an alle Frauen mit Bauch. Und ich singe, ich mache Musik, ich bin Influencerin auf Instagram. Hier sieht man mich im Hintergrund. Und ich versuche in meinem Leben nicht reich zu sein, sondern eine Bereicherung. Das ist so mein Lebensmotto. Sehr schön. Großer Applaus, genau. Jetzt haben wir ja eben über Rollenbilder gesprochen und wann diese bei uns entstehen. Wenn du dich mit Rollenbildern beschäftigst, dann ist das für dich ja auch eine generationenübergreifende Geschichte. Das finde ich super spannend, weil wir uns sonst eher so um unseren eigenen Kosmos uns drehen und uns mehr mit uns selbst beschäftigen. Das machst du nicht, denn du bindest deine Oma mit ein. Die ist heute Abend auch hier, deine Oma Inge. Herzlich willkommen. Ja, und zusammen macht ihr einen Podcast. Und zwar habt ihr da auch schon einen Markennamen für, und zwar die Podcast-Oma. Ja, das sehen wir jetzt auch schon da. Da ist auch Sie seine hat heute Oma. Auch den Pullover an, den passenden. Ja, perfekt, stimmt. Ist natürlich alles gewollt hier und abgestimmt so. Ja, und da sprecht ihr so über alles Mögliche, übers Komasaufen, Tattoos, Tinder. Ich glaube, das sind drei Themen, über die habe ich noch nicht mit meiner Oma gesprochen, aber ich glaube, das hole ich jetzt dringend mal nach, weil es schon spannend ist, was da auch ältere für Leute zuzusagen haben. Aber auch passend zu unserem Thema heute gab es eine Folge, und zwar zum Thema 100 Jahre Frauenwahlrecht. Da hören wir jetzt auch mal kurz rein. Hi, ich bin Kim. Willkommen zur Podcast-Oma. Meine Oma, Oma Inge, ist 1926 geboren und hat einiges zu erzählen. Wir haben ein paar neue Fragen bekommen. Ein paar Leute möchten gerne von dir wissen, wie hat sich die Rolle der Frau über die Jahrzehnte verändert? Es hat sich sehr viel geändert. Mhm. Wenn ich an meine Mutter und an meinen Vater denke, die haben geheiratet in den 1930, mein Vater zum zweiten Mal, da wurde eigentlich immer gesprochen über Sachen, die nur der Vater, also der Mann, letztendlich bestimmt hat. Die Frau alleine, also meine Mutter alleine, glaube ich, hat nie die Macht gehabt, allein etwas zu bestimmen oder zu kaufen. Mhm. Man konnte es ja auch in der Politik erleben. Waren da so viele Frauen wie heute? Niemals. Niemals. Und wann hast du das Gefühl gehabt, hat sich das verändert ein bisschen? Nach dem Krieg, als die Männer zum Teil gefallen waren und in Gefangenschaft gerieten, waren die Frau ja gezwungen, über sich selbst und die Kinder zu entscheiden. Da fing es eigentlich an, dass die Frauen selbstbewusster wurden, was ich auch verstehe. Wen sollte und wollte sie fragen um Genehmigung? Der Mann war gefallen oder war noch in Gefangenschaft, ne? Bis sie alle zurück waren, vergingen ja etliche Jahre. Das war, ich glaube, 58 wurden alle aus Gefangenschaft entlassen, Aber die Frau heute hat es schon leichter, finde ich. Und hatte man früher auch ein bisschen Angst vor Männern? Oder Nein, Angst nicht. Aber Respekt? Ja, Respekt. Mhm. Das ist ja was anderes wie Angst, ne? Angst, nein. Das hätten die Männer auch nicht gewollt. Aber schon Respekt. Aber was war mit einer Frau, die dann auch mal was gegen einen Mann gesagt hat oder mal ein bisschen aufmüpfig war vielleicht? Wurde die dann belächelt oder was war dann mit der Frau? Oder gab es sowas überhaupt nicht Doch, in deinem Umfeld? Doch, sowas gab es bestimmt, aber ich kann mich jetzt nicht entsinnen, so eine kennengelernt zu haben. Schon was Besonderes, sowas mit seiner Oma machen zu können, oder? Auf jeden Fall. Ich kann auch echt immer nur wieder ganz viel von ihr lernen, jedes Mal, wenn wir uns unterhalten und quatschen.
Wie kamst du darauf, mit deiner Oma so einen Podcast zu machen? Ich habe eines Tages mit ihr zusammen einen Stammbaum angefangen von unserer Familie oder von ihrer Familie. Und sie hat dann irgendwann angefangen zu erzählen von ihrer Schwester. Die wurde von der Familie verstoßen, weil sie ein uneheliches Kind erwartet hat. Und da wurde ich so ein bisschen aufmerksam, weil sie sehr viel darüber erzählt hat. Und das war super interessant und spannend. Und ich habe es heimlich aufgenommen mit meinem Handy und habe es mir abends nochmal angehört und war super begeistert davon, wie sie das auch erzählt mit dieser warmen Stimme. Und ja, dann habe ich gedacht, daraus muss man irgendwie mehr machen. Und das ist jetzt der Podcast. Ja, und wie hat deine Oma darauf reagiert? Also ich glaube, meine Oma würde auch wieder fragen, was ist ein Podcast? Also wie war es so? Es hat eine Weile gedauert, bis ich ihr das erklären konnte und sie es verstanden hat. Aber heute weiß sie, was ein Podcast ist und ist auch sehr stolz darauf, Teil dieses Projektes zu sein. Das glaube ich, ja. Großen Applaus. Gibt es auch was Bestimmtes, was du im Rahmen des Podcasts von ihr gelernt hast? Ich glaube, die Neugier nie aufgeben. Die Neugier vor Veränderungen, vor neuen Sachen. Neue Sachen entdecken, erleben. Nicht gleich diese Abstandshaltung einzunehmen. Das habe ich von ihr gelernt, ja. Schön, ja, super interessant. Also ich kann wirklich nur jedem hier im Raum ans Herz legen, da in diesen erfrischenden Podcast mal reinzuhören. Magst du noch kurz sagen, wo man den Podcast findet und wie du auf Instagram heißt? Genau, den Podcast findet man im Internet ganz einfach unter diepodcastoma.de oder wer iTunes nutzt oder Spotify, den gibt es dort auch anzuhören. Auf Instagram heiße ich Kim5-Hoss. Jetzt ist es ja nämlich so, du präsentierst dich ja nicht nur in der Öffentlichkeit mit dem Podcast, sondern auch mit deinem Instagram-Auftritt. Wie es fast alle in unserer Generation machen. Wir alle beschäftigen uns mit der Frage, ob und wie zeige ich mich auf den sozialen Medien? Wie will ich eigentlich wahrgenommen werden? Bleibe ich dabei ich selbst oder inszeniere ich mich vielleicht zu einer Art besseren Ich, damit ich mehr Follower und mehr Likes bekomme? Und wie bediene ich dabei eigentlich Rollenbilder, ohne es zu merken und zu wissen, aber manchmal ja auch vielleicht ganz bewusst. Mit Instagram und Co. ist jedenfalls fast alles möglich und worüber man manchmal nicht nachdenkt ist, dass alles da auch nicht so verborgen bleibt. Wir haben mal recherchiert und öffentliche Accounts von Studentinnen der HDM gefunden. Dabei haben wir einige Frauen gefunden, die sich gerne und oftmals auch sehr freizügig im Internet präsentieren. Einige dieser Frauen sind auch heute Abend hier. Keine Sorge, wir geben keine Namen preis und wir haben die Gesichter auch noch nachträglich unkenntlich gemacht. Aber noch einmal, das sind alles Fotos von öffentlichen Accounts. Wir haben da nicht irgendwie illegal was gehackt oder sind da rangekommen. Nein, das ist alles so zu finden, öffentlich zugänglich für jeden. Ja, was geht dir durch den Kopf, Kim, wenn du diese Bilder siehst? Mir geht durch den Kopf, dass es könnte alles ein und dieselbe Person sein. Das denke ich zuerst mal. Der Körper sieht immer genau gleich aus, die Outfits sehen gleich aus, die Posen sehen gleich aus. Wo ist die Vielfalt, frage ich mich. Mhm. Was ist passiert, dass 15- bis 20-Jährige sich nackt im Internet präsentieren, das frage ich mich. Also ich habe viele Fragen in meinem Kopf, wenn ich diese Fotos sehe. Okay, dann habe ich Gegenfragen. Machen sich diese Frauen denn mit solchen Fotos zum Sexobjekt? Jetzt müssen wir dazu sagen,
Es kann ja auch einfach selbstbewusst sein, sich so zu präsentieren. Das sind alles sehr, sehr hübsche Frauen. Also die müssen sich ja wirklich nicht verstecken. Und es gibt ja auch genug Männer, die in den sozialen Medien ihre Muckis zeigen und sich zur Schau stellen. Ich glaube, da befinden wir uns auf so einem ganz dünnen Eis. Und das ist schwierig, da irgendwas zu sagen, glaube ich. Weil man sieht es im Fernsehen. Jeden Tag sehen Frauen, werden so dargestellt. Und ich glaube, es ist schwierig, sich als 15-Jährige bewusst zu machen, was mache ich da eigentlich gerade? Also, weil es machen alle. Also mache ich das auch. Ich habe, als ich 15 war, auch Sachen gemacht, die alle 15-Jährigen gemacht haben. Mich nicht nackt ins Internet gestellt, aber andere Sachen, die ich jetzt heute niemals machen würde. Aber ja, schwierig. Denkst du, das liegt auch an der Darstellung der Frau in den Medien heutzutage? Absolut, absolut. Ja. Wie du eben meintest wahrscheinlich, diese Klischees, die man da immer sieht in den Werbungen. Bedienen die Fotos denn auch das Bild der perfekten Frau am Anfang von den Kindern? Wir hatten ja gehört nochmal, sportlich, hübsch, lange Haare. Tatsächlich. Das glitzernde Kleid fehlt. Ja. Aber gelenkig sind sie auch, oder? Also manche zeigen da, was sie können. Ist es vielleicht auch ein Zeichen von Emanzipation, dass man sich als Frau so präsentieren kann heutzutage? Also ich hoffe, dass die Frauen dazu jetzt keiner gezwungen hat, sich diese Bilder hochzuladen. Deswegen könnte man es auch als Emanzipation sehen? Das, auf jeden Fall ist es eine Art von Emanzipation, ja. Ja? Ja. Oder kommen Einwände? Nein. Okay, ich merke schon, eine Frage vielleicht. Naja, jetzt sind ja aber viele Instagram-Accounts von Frauen ähnlich wie die der Studentinnen. Wenn ich mir mal so meinen Account anschaue, dann findet man da nicht so freizügige Bilder. Aber auch ich muss sagen, ich achte darauf, ehrlicherweise, dass ich hauptsächlich schöne Bilder hochlade. Also mit ganz vielen Filtern und was weiß ich nicht, was es da alles so Schönes gibt, damit man besser aussieht. Im Kontrast dazu ist dein Feed aber sehr ehrlich. Und man findet auch mal den einen oder anderen Post von einer ungeschminkten und einer verschlafenen Kim. Da schauen wir jetzt auch mal kurz rein, oh, als je. Kontrast. Da ist der Mops. Ja. Ja, ich glaube, wir merken es an der Reaktion. Oh, danke. Ich finde es einen sehr erfrischenden Account und ich glaube, wir Frauen können uns alle davon eine Scheibe abschneiden, dass wir uns so ruhig auch mal präsentieren dürfen. Das ist auch schön, Schönheit. Ich finde ihn wirklich so erfrischend. Aber jetzt ist es so, wenn man in der Öffentlichkeit steht, dann bleibt man ja oftmals auch nicht von negativen Dingen verschont, wie zum Beispiel Hasskommentaren. Jetzt ist Hate Speech im Internet fast so normal wie die Nachrichten im Fernsehen. Ich weiß, das ist ein nicht so angenehmes Thema, aber wir müssen drüber reden, weil es vor allem ja auch dich beschäftigt und weil Hate Speech nie normal sein darf. Jetzt weicht deine Selbstdarstellung, wie wir es gerade gesehen haben, ja extrem ab von diesem klischeehaften Ideal, was wir davor gesehen haben. Bekommst du viele Hasskommentare? Nein. Nein? Nein, ich bekomme nicht so viele Hasskommentare. Ich habe schon ein oder zwei oder auch drei Unterfotos gelesen, die mit dem Inhalt waren, du fette Sau, kriegst doch niemand zum Piep. Sowas kommt aber gar nicht so nah in mich rein, weil es nichts mit meiner Person zu tun hat. Also ich weiß, dass ich ein paar Kilos zu viel oder für den einen oder anderen zu viel drauf habe. Das ist mir aber recht egal, wenn jemand dazu seine Meinung unter einem Bild äußert. Du bist aber auch sehr selbstbewusst, also Hut ab, wirklich. Fällt dir der ein oder andere Kommentar vielleicht jetzt spontan auch ein, den du mal bekommen hast? Also du hast ja gerade schon einen genannt. Gab es noch welche, die in Erinnerung geblieben sind? Tatsächlich merke ich mir das nicht oder das... Okay. Verschwindet schnell wieder aus meinem Kopf. Ich lösche die und dann ist auch gut. Würdest du denn sagen, es sind mehr Männer oder mehr Frauen, die dann haten? Ich kann mich an die Kommentare erinnern, die waren alle von Männern.
tatsächlich. Okay. Ich glaube, Frauen würden nicht unter ein Foto das kommentieren, sondern das eher jemandem weiterschicken und sagen, guck mal, die fette Sau oder so. Ja, ist so. Ja. Ja, gut. Gibt es denn einen Punkt, du hast jetzt eben gesagt, du lässt es nicht so an dich ran, aber gibt es auch einen Punkt, an dem du sagst, nee, da wurde jetzt wirklich eine Grenze überschritten und da fühlst du dich dann persönlich angegriffen? Ja, das ist vor kurzem erst passiert, als es mir nicht so gut ging. Ich habe das auch öffentlich gesagt, dass es mir nicht so gut geht und Leute haben wirklich unangenehm, dieses Gekreische. Familie angeschrieben, was mit mir los ist. Ich bin traurig, dass man sein Hinterteil so in die Kamera halten muss. Da ist wohl was schiefgelaufen. Dieses Bild ist so billig wie die Pappe, die Burger King gratis dazu gibt, also wertlos. Streck deinen Arsch halt noch mehr raus, da denkt ihr, es fällt nicht auf, richtig dumm. Ekelhaft, ihr macht doch echt alles, um mehr Klicks zu bekommen. Traurig, wie viel Müll mein Geld verdienen kann und dabei noch so arrogant ist. Du gehörst in Dauertherapie, deine permanente Heulerei und Jammerei nervt. Wenn du zu sensibel für dieses Biss bist, dann such dir einen anderen Beruf. Unglaublich, ein derartig empathieloses Stück, wie sie es mir noch nie untergekommen. Du bist eine Schande für alle intelligenten Frauen. Arrogante Art, man sollte diese boshaften Frau besser nicht im Real Life begegnen. Ist ja ekelhaft. Wie dick bist du geworden? Eine Diät wäre empfehlenswert. Wechseljahre? Wie kann man so was posten? Das ist mega zum Kotzen. Sorry, aber du hast echt keine schöne Figur. Die Hose so an deinem Arsch. Schaust ja immer schlimmer aus. Obwohl du sowas und keine Titten hast. Ein Kilo Schminke oder was? Wie hässlich bist du? Puh, ich glaube, wir machen hier mal eine kurze Zäsur und lassen das Ganze auf uns wirken. Aber ich hoffe, dass, wenn wir heute Abend nach Hause gehen und unsere Social-Media-Kanäle nochmal so abchecken, was da so passiert ist heute, dass wir da alle zukünftig verantwortungsvoller umgehen. Denn denkt immer dran, das sind auch nur Menschen, die dort hinter den Profilen stecken. Ja, jetzt haben wir ungefähr die Hälfte der Veranstaltung hinter uns. Das heißt, draußen in der Lobby wäre Zeit für die Leute, die wollen und unbedingt mal hier reinkommen wollen, die könnten jetzt hier hoch mit den Leuten in der Besuchertribüne wechseln. Wie gesagt, das ist nur ein Angebot, wenn ihr gemütlich euch gemacht habt und denkt, nö, das passt jetzt, dann dürft ihr auch sehr gerne einfach sitzen bleiben. Das gilt übrigens aber nur für die Frauen draußen. Die Männer bleiben schön in der Lobby. Ja, und bevor sich jetzt einer beschwert, das gehört heute Abend so, das ist Teil unseres Konzeptes und männliches Murren ist auch nicht erwünscht. Ich weiß, ich mache mir nicht viele männliche Fans, aber ein bisschen Schwund ist immer. Also, so. Ja, hier drinnen bleibt übrigens alles, wie es ist. Wobei, wenn ich mich gerade so umschaue, dann stimmt das ja auch nicht so ganz. Naja, während die ein oder anderen vielleicht wechseln wollen, vertreiben wir uns die Zeit mit einem kurzen Werbeblock. Thank you.
Mein Atem, mein Bart, seniorengerecht, mein Rollstuhl. Mein Bart, mein Rollstuhl. Meine Finanzberaterin. Unabhängig ist einfach. Jetzt von ihrer Sparkasse beraten lassen, damit Frau später finanziell abgesichert ist. Ja, und damit herzlich willkommen zurück jetzt zum zweiten Teil der Conmedia der Hochschule der Medien mit dem Titel Kopfsache, Tradition, Frau, Zukunft. Heute zu Gast im Landtag von Baden-Württemberg. So, jetzt darf ich auch unseren nächsten Gast hier vorne begrüßen, und zwar unsere Gastgeberin Muhterem Aras, Präsidentin des Landtags von Baden-Württemberg. Kommen Sie gerne hin. Hallo Frau Aras. Hallo. Wir, die Studierenden, durften ja heute Abend sozusagen Ihren Landtag kapern. Deswegen sitzen Sie auch nicht hier oben auf Ihrem Präsidentinnenplatz, wo Sie sonst ja sitzen, sondern bei uns hier unten im Plenum. Wie fühlt sich das an, zu Gast im eigenen Wohnzimmer zu sein? Also hier bei Ihnen wunderbar. Ich könnte mich sogar durchaus daran gewöhnen, weil Sie einfach, ehrlich gesagt, Leben in die Bude gebracht haben. Kreativität, Vielfalt. Das, was uns im Landtag manchmal fehlt. Ja, kommen gerne immer wieder. Kommen wir zu den Clips aus dem Werbeblock gerade. Wie die eine oder andere gemerkt hat, ist das jetzt nicht rein zufällig gewesen, was wir da für Clips gewählt haben, sondern da wurden auch so gewisse Klischees bedient. Jetzt sind die Rollenbilder in den Clips ja auch immer Spiegelbilder gesellschaftlicher Verhältnisse gewesen. Und ich meine, keine Firma würde irgendwas beauftragen, was ihr letztendlich schaden würde. Deswegen sind die Bilder im Kern zwar überzeichnet, aber im Kern schon realistisch. So wird in dem Sparkassen-Clip ja zum Beispiel die ungleiche Bezahlung zwischen Frau und Mann angesprochen. Rechtlich gesehen ist die Geschlechtergleichstellung schon nahezu erreicht, aber warum sieht das in der Realität noch so anders aus? Ich glaube, das ist eine ganz schwierige gesellschaftliche Aufgabe, die die gesamte Gesellschaft bearbeiten und diskutieren muss. Und es ist höchste Zeit, dass wir diese Unterschiede aufheben, und wir müssen uns immer eines klar machen. Es ist keine historische Lücke, dass Männer traditionell mehr verdienen und Frauen weniger, sondern diese Lücke entsteht ja auch immer wieder. Also es ist nichts, was wir geerbt haben. Und ich finde es ehrlich gesagt fast schon unterirdisch, mir fällt kein anderer Begriff gerade ein, dass wir im 21. Jahr in diesem sonst so wunderbaren, weltoffenen, liberalen Deutschland es noch nicht schaffen, dass gleichwertige Arbeit auch gleichwertig bezahlt wird. Und zwar nach Geschlechtern Unterschied. Das geht gar nicht. Auf jeden Fall. Interessanterweise, also ich habe mich mit diesem Thema seit dem letzten Jahr wirklich intensiver beschäftigt. Und es gibt unglaubliche Erkenntnisse, die mir auch neu waren. Beispielsweise, dass Berufe, die früher von Männern ausgeübt waren, beispielsweise der Beruf des Sekretärs, das war männerdominiert, der war die rechte Hand des Chefs, hat die Korrespondenz geführt, oft später die Firma übernommen. Das war ein hoch angesehener, gut bezahlter Beruf. Später sind Frauen Sekretärinnen geworden. Was ist passiert? Entwertung der Arbeit, letztendlich schlechtere Bezahlung. Und vorhin hatten wir ja auch das Beispiel der Erzieherin. Da sagt man auf einmal, früher hat sich keiner, ich sag mal überspitzt, sich darum gekümmert, dass Erzieherinnen nicht adäquat bezahlt werden. Jetzt heißt es, wir müssen den Beruf finanziell attraktiver machen, damit auch Männer reingehen. Andersrum geht es darum, es ist einfach eine wichtige Arbeit. Die Arbeit an Menschen, mit Menschen ist wichtig. Und da ist es egal, ob Mann oder Frau, beide müssen gleichwertig gut bezahlt werden. Ja. Das stimmt. Jetzt hat der Clip ja auch von der Sparkasse so ein bisschen diese Lebensplanung von Frauen aufgegriffen. Das heißt, so das Thema von Vereinbarkeit von Familie und Beruf, das beschäftigt Sie ja auch nicht erst, seit Sie Politikerin sind. Sie sind ja selbst auch Mutter. Wie haben Sie es hinbekommen? Ehrlich gesagt, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ich sag mal, Augen
auf bei der Partnerwahl, Partnerinwahl, gilt auch umgekehrt. Wir haben von Anfang an, also ich habe eine Mutter und die hat mich unglaublich geprägt. Meine Mutter war Analphabetin und durfte eben nicht in die Schule, weil sie ein Mädchen war. Und das hat sie ihr Leben lang geprägt. Und sie hat immer gesagt, entscheidend ist, dass die Mädchen, vor allem die Mädchen, alle Kinder sollten, wir sind 5 Geschwister, aber vor allem sollten die 2 Mädchen einen gescheiten Beruf erlernen, um später ein selbstbestimmtes, von irgendeinem Mann unabhängigen Leben führen zu können. Und das hat mich geprägt und mir war klar, ich habe meinen Mann sogar in der 11. Klasse des Gymnasiums geheiratet, mit 20 Jahren, wir sind heute noch zusammen, toi toi toi, und da war klar, ich werde Abitur machen, studieren und meinen Weg gehen und mein Mann muss sich mit mir arrangieren. Und ich glaube, wir sind zusammen erwachsen geworden und haben uns beide arrangiert. Schön. Das war jetzt aber auch wieder. Aber man muss natürlich, also ich meine, ich finde diese strukturelle Benachteiligung, die wir haben, die gibt es in der Gesellschaft. Aber ich finde, wir müssen uns schon auch als Frau immer wieder fragen, trauen wir uns selber bestimmte Herausforderungen und Aufgaben zu? Denn wir sind heute, Sie alle sind oft mindestens genauso gut ausgebildet wie die Männer. Und daher mein Appell an Sie, trauen Sie sich einfach mehr zu. Sie müssen sich nicht verstecken. Sie sind mindestens genauso gut, nicht besser, nicht schlecht, aber mindestens genauso gut wie die Männer. War das jetzt so eine typische Frauenfallenfrage? Also wie hat man es hinbekommen als Frau? Weil Mann würde man das ja nicht fragen, oder? Männer werden tatsächlich weniger danach gefragt, wie sie Familie und Beruf vereinbaren. Aber ich habe auch kein Problem, die Antwort darauf zu geben. Ich meine, Fakt ist nach wie vor, dass Familienarbeit nach wie vor, auch wenn sich was verändert, immer noch stark von Frauen übernommen wird. Und auch da, finde ich, müssen wir uns Frauen fragen, ist es nicht diskriminierend, dass wir den Männern diese verantwortungsvolle Aufgabe der Kindererziehung nicht überlassen wollen? Ich meine, so blöd können die doch auch nicht sein. Ich denke auch nicht. Jetzt ist es ja so, Sie mussten ja wirklich schon gegen einige Klischees kämpfen. Und zwar als berufstätige Mutter, als Politikerin und als Frau mit Migrationshintergrund. Das sind ganz schön viele Fronten auf einmal. Welche kritischen und negativen Resonanzen haben Sie dabei so erfahren? Also vielleicht enttäusche ich da eher. Auf dem Weg dahin heißt es oft, naja, das geht gar nicht. Also ich kann sagen, ich war schwanger im Gemeinderat, wahrscheinlich die erste Frau, die schwanger im Gemeinderat rumlief damals in Stuttgart. Dann hieß es, du hörst doch auf, gell, du Arme. Also es hat keiner gefragt. Es hat keiner gefragt, wie machst du das, wie können wir dir helfen, sondern klar, du hörst auf Pustekuchen. Natürlich habe ich weitergemacht, habe mein Kind mit in den Gemeinderat genommen. Es gab natürlich keine Betreuung, kein Stillzimmer, sonst irgendwas, aber ich habe mein Kind einfach gestillt. Stillen ist ja kein Verbrechen, sondern die natürlichste Sache der Welt. Also ich glaube, man muss einfach, also das waren so eher auf dem Weg dahin zu sagen, nee, das passt doch nicht. Also, dass man vor die Alternative gestellt wird, Familie oder Beruf, aber dieses Und ist doch viel wichtiger. Ich möchte die Wahl haben und ich möchte als Frau entscheiden können, als Paar, als Familie, das muss dem Mann auch zugestanden werden, dass man Familie und Beruf vereinbaren kann, die Wahlmöglichkeit. Wenn man es geschafft hat, dann hat man unglaublich viel Zuspruch. Also heute findet es eigentlich, also bis auf meine Herkunft, damit haben manche Menschen Probleme, aber einige wenige, die allermeisten finden es super. Wie gesagt, wenn man es geschafft hat, dann findet man auch viel Zuspruch. War das? War das auch ein Grund, so ein bisschen, was Sie bewogen hat, in die Politik zu gehen, um da mehr Frauen auch den Mut zu machen und es auch zu ermöglichen vielleicht? Also ich bin tatsächlich in die Politik gegangen, Anfang der 90er, weil ich gemerkt habe, in der Gesellschaft passieren Dinge, die mir nicht gefallen. Ich habe mich hier sehr wohl gefühlt und wurde auf einmal zur Fremden erklärt. Also ich sage mal die Anschläge Mölln, Solingen und so weiter. Und dann dachte ich, nein,
wenn du was verändern willst, wenn du sagst, du gehörst dazu, es ist auch deine Heimat, dann musst du in die Politik gehen. Und ich bin in die Politik gegangen, um diese wunderbare Heimat weiterhin zu erhalten und weiterzuentwickeln. Und der zweite Punkt war Menschenrechte, also Frauenrechte sind ja auch Menschenrechte. Und der dritte, genauso wichtige Punkt war die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Das war tatsächlich eines der Punkte, um in die Politik zu gehen, nach dem Motto, wenn man etwas verändern will, reicht es nicht zu meckern, sondern man muss eben Ärmel hochkrempeln und arbeiten. Ja. Jetzt haben Sie selbst gesagt, dass vor allem diese Gleichberechtigung ein Thema war, wieso Sie in die Politik gegangen sind. Jetzt gucken wir uns mal kurz hier im Plenum um. So nach und nach nimmt der Männeranteil hier ja doch zu. Ihr merkt es wahrscheinlich auch, wir sind gerade so bei 50-50, also eigentlich ja der Idealzustand, theoretisch. Und für unser Gerechtigkeitsempfinden mag das auch alles prima sein, aber leider sieht die Realität ja dann doch noch ganz anders aus. Sagen Sie es doch mal selbst, wie sieht die Situation jetzt aktuell hier aus, Frau Aras, im Landtag? Also ich meine, aktuell ist es ja so, dass wir knapp oder 25% Anteil an Frauen im Landtag haben. Wenn die Gesellschaft die Hälfte, also aus Frauen besteht, hier Baden-Württemberg ja auch, dann und Parlamente das Spiegel der Gesellschaft sein sollten, dann ist es höchste Zeit, dass man das ändert. Immerhin, die Möglichkeit gibt es ja seit 100 Jahren und wir haben es noch nicht einmal geschafft. Und ich finde, wir sind doch in Baden-Württemberg das Land, wo viele Superlative zu Recht da sind. Also wir sind stolz auf vieles, was wir in diesem Land geschafft haben. Aber in dem Punkt, Frauenanteil im Landtag, darauf können wir auf gar keinen Fall stolz sein. Da ist einfach ganz viel Luft nach oben. Und ich finde, es ist höchste Zeit, dass wir uns von der Liste ganz unten wenigstens auf ein Mittelmaß bewegen sollten. Und daran sollten wir alle gemeinsam, Frauen und Männer, gemeinsam arbeiten, weil letztendlich fehlt uns eine ganz wichtige Perspektive. Frauen machen ja die Politik vielleicht nicht besser, aber sie bringen eine andere Perspektive rein. Deshalb ist es so wichtig, dass auch Frauen dabei sind. Ja. Anlass für die Conmedia heute Abend ist ja das Thema 100 Jahre Frauenwahlrecht. Jetzt mal mit Blick auf dieses Missverhältnis im Landtag. Wie weit sind wir denn nach 100 Jahren? Also ich meine, wenn wir den Frauenanteil sehen, aktuell hier 25%, im Bundestag sogar ein Stand von vor 20 Jahren, merken wir, dass wir noch einen sehr langen Weg vor uns haben. Aber ich finde, wir sollten uns nicht entmutigen lassen. Wir sollten die Frauen, die vor 100 Jahren wirklich alles auf diese Karte gesetzt haben, teilweise mit ihrem Leben bezahlt haben, die hatten es richtig schwer. Die haben dieses Frauenwahlrecht erkämpft und wir müssen jetzt dafür sorgen, dass Artikel 3 Absatz 2 tatsächlich umgesetzt wird. Und wenn wir uns alle anstrengen, Männer und Frauen, dann schaffen wir es gemeinsam. Und das ist das Entscheidende, dass Männer auch in andere Bereiche reinkommen. Und ich glaube, wenn wir alle auch in der Gesellschaft diese Debatte führen, dass eine wichtige Perspektive fehlt, hoffe ich, dass Parteien sich bewegen und dass Listenaufstellungen anders aussehen. Ja, dann hoffen wir, dass es keine weiteren 100 Jahre dauert, bis die zweite Hälfte, sozusagen die zweiten 25% dazukommen und wir hier auf 50-50 kommen im Landtag. Ganz vielen Dank, Frau Aras. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Ja, wir im Conmedia-Team haben uns auch gedacht, so wenige Frauen in diesem Parlament, da kann doch irgendwas nicht stimmen. Dann haben wir weiter recherchiert und herausgefunden, dass das in ganz vielen Parlamenten aber der Fall ist und schließlich auch im Bundestag. Sind da jetzt etwa geheime Männerbünde am Werk, warum das so ist? Ich meine, was meint ihr, liebes Publikum? Woran liegt es, dass so wenige Frauen hier im Landtag sind? Was meinst du? Ja, ich weiß es eigentlich nicht, warum das so ist. Okay. Was meinst du, warum? Ich denke, dass ganz viele
Frauen einfach auch ein bisschen unterdrückt werden und sich vielleicht auch nicht gut genug durchsetzen können gegen diese Männer. Wenn 5 Männer in einem Raum stehen und eine Frau, dann muss man schon eine Stärke zeigen. Noch jemand eine Idee, einen Vorschlag, eine Ahnung, woran es liegt, dass hier so wenige Frauen sind? Was meinst du? Also ich meine auch eher, dass die Frauen vielleicht das Selbstbewusstsein doch noch mehr fehlt, weil ich sehe da eigentlich kein Problem, dass sie das schaffen könnten. Okay, hier wird gesagt, das liegt also an den Frauen. Was meinst du, woran es liegt? Gründe kann ich keinen nennen, ich wünsche mir es wäre anders. Das ist ein gutes Statement, ja, wir wünschen uns das auch. Ja, wir haben aber tiefer gegraben, weil wir auch irgendwie so wissen wollten, woran liegt es denn jetzt schlussendlich? Und deswegen haben wir tiefer gegraben und herausgefunden, es ist wirklich extrem kompliziert zu verstehen, warum das hier im Parlament so ist. Also sind meine beiden Kommilitonen, Isabella und Diana, tiefer in dieses Thema eingestiegen. Und sie werden uns jetzt möglichst einfach erklären, warum das Ganze so komplex ist. Und ihr werdet hoffentlich kopfschüttelnd feststellen, das kann echt nicht so sein. Isabella, Diana, legt los. Deutschlandweit zeichnet sich Baden-Württemberg unter anderem durch eine Besonderheit im Wahlsystem aus. Es gibt keine Landesliste bei der Landtagswahl. Eine Landesliste ist ein Vorschlag der jeweiligen Partei mit ihren Kandidatinnen und Kandidaten. In Baden-Württemberg fehlt eine Landesliste und das benachteiligt Frauen. Um das zu verstehen, schauen wir uns einmal den Wahlvorgang genauer an. Baden-Württemberg ist in 70 Wahlkreise eingeteilt. Jeder Wahlkreis hat seinen eigenen Stimmzettel, da jede Partei pro Wahlkreis einen Kandidaten aufstellt. Hier machen meist Männer das Rennen. Mit nur einem Kreuz wählst du in Baden-Württemberg also zwei Dinge, den Kandidaten und die Partei. Dann werden die Stimmen ausgerechnet und zusammengezählt. Die Ergebnisse werden in Prozentanteile umgerechnet. Je mehr Prozente eine Partei erreicht, desto mehr Sitze erhält sie auch im Landtag. Welche Kandidaten bekommen nun einen Sitz im Parlament? Die Kandidaten, die in ihrem Wahlkreis gewonnen haben, haben einen Sitz im Landtag sicher. Das sind die 70 Direktmandate. Wir wissen, in der Mehrheit Männer. Die übrigen Sitze, die einer Partei nach dem Verhältniswahlgrundsatz zustehen, gehen in einer zweiten Zuteilungsrunde an die Wahlkreisbewerber, die im Wahlkreis nicht die relative Mehrheit erreicht haben, aber im Verhältnis zu den übrigen Wahlkreisbewerbern ihrer Partei im betreffenden Regierungsbezirk am besten abgeschnitten haben. Man spricht hier von sogenannten Zweitmandaten. Nur wer also in seinem Wahlkreis gut abschneidet, kann ein Zweitmandat erringen. Auch hier sind Männer überproportional vertreten. Im Ergebnis sind das aktuell hier in diesem Parlament 106 Männer und nur 37 Frauen. Wie könnte man das Missverhältnis ändern? In anderen Bundesländern gibt es bei Landtagswahlen eine sogenannte Landesliste, was wir hier bei uns nicht haben. Durch eine vor der Wahl festgelegte Landesliste kann man erreichen, dass mehr Frauen ein politisches Mandat erhalten. Dieses Verfahren funktioniert so. Der Wähler hat jetzt nämlich zwei Stimmen. Und die Wählerin natürlich. (lacht)
Also, der Wähler und die Wählerin haben jetzt nämlich zwei Stimmen. Mit der ersten Stimme werden die Direktmandate gewählt, also wieder ein Kandidat. Das kennt ihr schon. Jetzt aber kommt der entscheidende Punkt. Mit der zweiten Stimme wird eine Partei gewählt. Und hinter dieser Partei verbirgt sich eine Landesliste. Da hake ich auch mal kurz ein, weil es wirklich der Knackpunkt ist. Und was würde dann so eine Landesliste bewirken können? Wie können wir uns das vorstellen? Also zunächst einmal muss man natürlich sagen, dass das Wahlrecht sehr komplex ist. Aber es ist auch sicher, in Baden-Württemberg gibt es keine Landesliste und dadurch sind Frauen benachteiligt. Dann in Baden-Württemberg werden die Sitze für die Zweitmandate unter den sogenannten unterlegenen Kandidierenden der Wahlkreise verteilt. Und das geht nach der Anzahl der Wählerstimmen. Und mit einer Landesliste könnte man der Parteiführung aber mehr Einfluss auf die Kandidaten geben. Und man könnte beispielsweise auf der Liste nach dem Reißverschlussprinzip arbeiten und würde auf einen Mann folgend eine Frau aufstellen und umgekehrt. So würde man bei den Zweitmandaten 50% erreichen, eine 50%ige Frauenquote zum Beispiel. Aber wir wollen uns das auch noch mal kurz visuell anschauen. Und zwar wären zum Beispiel auf der Landesliste ausgewählte Kandidatinnen und Kandidaten der Partei in eine bestimmte Reihenfolge gesetzt. In dieser Reihenfolge erhalten die Kandidaten dann auch die Sitze im Landtag. Sind jetzt zum Beispiel immer ein Mann und eine Frau abwechselnd auf die Liste gesetzt worden, erreichen wir bei den Zweitmandaten eine Frauenquote von 50%. Ja, damit Dankeschön an Isabella und Diana. Ja, wir haben es gehört. Die Lösung für unser Problem könnte also eine Landesliste sein. Da bleibt nur die Frage, wenn man doch die Lösung hat, warum gibt es das jetzt hier noch nicht im Landtag? Unsere studentische Expertin Laura hat sich mit diesem Thema in den letzten Monaten wirklich sehr, sehr intensiv auseinandergesetzt. Und sie wird uns jetzt Licht ins Dunkle bringen, woran es liegt, dass hier in Baden-Württemberg so eine Landesliste noch nicht gibt. Ich stelle dich gerne vorne. Also, herzlich willkommen, Laura. Ja, wir haben ja gerade gehört, dass eine Landesliste den Frauenanteil hier in Baden-Württemberg im Landtag erhöhen könnte. Warum gibt es jetzt diese in Realität noch nicht? Ja, wir sind tatsächlich das einzige Bundesland, das eben so eine Landesliste nicht in ihrem Wahlsystem hat. Und wie wir auch gerade eben gesehen haben, hat es dann auch deutliche Auswirkungen auf die Zusammensetzung des Landtags. Im Koalitionsvertrag der Grünen und der CDU, der 2016 beschlossen wurde, gibt es den Punkt Landtagswahlrecht reformieren, der beschreibt, dass ein personalisiertes Verhältniswahlrecht mit geschlossenen Landeslisten eingeführt werden soll. Also man kann auf jeden Fall sagen, dass es das Vorhaben bestand, solch eine Änderung am Landtagswahlrecht vorzunehmen. Ja, aber 2016 ist jetzt auch schon 3 Jahre her. Hat sich da schon irgendwas getan? Ja, 2018 oder Anfang 2018 wurde stark eben über eine Reform des Wahlrechts diskutiert. Jedoch gab es da innerhalb der Koalition unterschiedliche Meinungen und letztendlich konnte man keinen Kompromiss finden und die Reform ist dann auch gescheitert. Es hat dann auch zu einer Koalitionskrise geführt und das auch aus gutem Grund, weil so ein Koalitionsvertrag ist eigentlich für alle Beteiligten bindend. Und ich finde, wenn man dann unter den Umständen in so einer Frage keine Lösung finden kann, dann spricht es doch auch schon Bände. Auf jeden Fall. Und damit war das Ganze vom Tisch, oder was? Anschließend gab es dann auch noch ein Gutachten der Juristen des Innenministers und des Justizministers, wo eben die Rechtmäßigkeit solcher Landeslisten bei Landtagswahlen überprüft wurde. Und das Ergebnis war dann, dass es durchaus möglich wäre, solche Landeslisten bei Landtagswahlen hier einzuführen.
Das Einzige, was als problematisch gesehen wurde, war die Beschränkung der Listenbewerber auf die Wahlkreiskandidaten, weil das eben einen Eingriff in die Parteienfreiheit und die Wahlgrundsätze darstellt. Okay, aber jetzt ist es schon ein Punkt im Koalitionsvertrag. Und ein Gutachten hat ergeben, dass es grundsätzlich möglich wäre. Woran scheitert es jetzt noch? Ich denke mal, Hauptgrund war, dass das Gutachten unterschiedlich ausgelegt wurde. Okay. Die einen sahen sich eben im bestehenden Wahlrecht bestätigt und haben die Expertise so ausgelegt, dass dieser Vorschlag nicht in Einklang mit den wesentlichen Vorgaben in der Verfassung zum Persönlichkeitsrecht zu bringen wäre. Zum Persönlichkeitswahlrecht, Entschuldigung. Und die anderen sahen sich eben in ihrem Vorschlag bestätigt, Landeslisten bei Landtagswahlen einzusetzen. Und ich habe mich wirklich umfassend mit dem Thema beschäftigt und auch viel recherchiert und würde mir deswegen auch gerne an dieser Stelle meine persönliche Sicht der Dinge erlauben. Schieß los. Gerne. Und zwar finde ich diese juristischen Interpretationen und die Auslegung des Gutachtens halte ich ehrlich gesagt für vorgeschoben, weil der wesentliche Grund oder der wesentliche Punkt ist doch eigentlich, dass es die Politik in dieser Frage hier in Baden-Württemberg mal wieder nicht geschafft hat, eine eindeutige und klare Stellung zu beziehen, was ich als Frau auch wirklich sehr enttäuschend finde. Und es zeigt doch auch ganz offensichtlich, dass viele in der Politik immer noch nicht mutig genug sind, mal offensiv Stellung zu beziehen und lieber an alten Mustern und Zöpfen festhalten. Und aus meiner Sicht darf das einfach nicht so sein. Und da braucht man sich wirklich nicht wundern, wenn in so einer Frage oder so eine Frage schon zu einer Koalitionskrise führt, dass die Politikverdrossenheit bei uns jungen Menschen, vor allem bei uns jungen Frauen, auch immer mehr zunimmt. Und ich würde mir einfach wünschen, dass die Politik mal aus ihren alten Mustern rausbricht, genau dann, wenn sie die Zukunft gestalten wollen, und zwar auch die Zukunft vor allem von uns jungen Frauen. Ja, ein großer Applaus an Laura. Ihr habt es gehört. So, bleib aber bitte noch kurz bei mir hier. Ja, mir scheint es auch, als hätten da irgendwie hauptsächlich das alles wieder mit Machtkämpfen zu tun. So nach der Devise, wer hat den längeren... Okay, sorry, auf das Niveau wollen wir uns heute echt nicht begeben. Das ist vor allem auch wieder so ein sehr männliches Verhalten, was es ja vielleicht nicht gäbe, wenn man den Frauenanteil hier erhöhen würde. Ich weiß, es sind sehr viele Wenns heute Abend, aber dafür sind wir ja auch hier, dass wir unsere Appelle mal an die Politik richten können und unsere Meinung kundtun können. Daher jetzt die Frage an euch, liebes Publikum. Welche Forderungen habt ihr an die Politik heute Abend? Du behältst dein Mikrofon. Die Laura geht jetzt mit mir rum, damit wir ein paar Meinungen hier mal einholen können. Ich nehme mir hier mal ein zweites, ja. Irgendwelche Freiwilligen. Ich meine, denkt mal selber nach, es ist heute eine einmalige Möglichkeit. Was würdet ihr der Politik gerne mit auf den Weg geben heute Abend? Möchtest du irgendwas der Politik mit auf den Weg geben? Nee. Nee. Oh. Ich lasse andere machen. Gibt es denn irgendwie einen Freiwilligen? Komm. Ja, was wäre denn deine Botschaft an die Politik heute Abend? Ich würde mir einfach wünschen, dass sich mehr auf die Zukunft orientiert wird und deshalb auch vor allem an uns junge Menschen, dass wir auch gehört werden. Ja, absolut. Was ist mit dir? Hast du eine Forderung an die Politik heute Abend? Ich würde sagen, auf jeden Fall die Gesellschaft repräsentieren und den Frauenanteil entsprechend gestalten in der Politik. Definitiv. Was ist mit dir? Ich würde mir wünschen, dass wir die Gleichheit letztlich nicht nur mit Frauen und Männern uns anschauen, sondern dass wir gucken, dass wir uns alle als Menschen sehen und nicht irgendwie neue Gräben aufreißen, wo es vielleicht keine gibt und alte Gräben irgendwie zuschütten können. Auch ein wichtiger Punkt, auf jeden Fall. Ups. Gibt's noch Freiwillige? Kommt. Ja, hier.
Wenn sich in der Politik was ändern soll, dann müssen weit mehr Frauen in die Partei gehen, weil egal in welche, nur so können sie mitbestimmen. Und solange da immer noch weit mehr Männer drin sind, werden die mehrheitlich entscheiden. Auf jeden Fall. Ja, noch ein Freiwilliger. Ich möchte es ganz einfach machen. Die Männer sollen ihre Frauen am Abend in die Politik schicken und die Männer zu Hause bleiben. Und die Männer zu Hause bleiben, hat er aber gesagt. Auch okay. Komm, noch irgendjemand? Hier noch eine Frau. Nein, sonst hier. Ja, vielleicht sollten die Parteien auch manchmal darauf bedacht, nicht nur darauf bedacht sein, was ihnen jetzt gut tut und was sie nach außen gut repräsentiert, sondern vielleicht auch, wofür sie stehen. Auch ein wichtiger Punkt. Ja, danke, Laura. Kannst du das Mikrofon da hinlegen? Ich lege es auch kurz wieder zurück. Ja, wir haben es gehört. Auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, den Frauenanteil hier zu erhöhen, aber auch zukunftsorientierter zu sein. Es gibt einige Forderungen, glaube ich, auch wenn der eine oder andere sich jetzt nicht getraut hat, aber vielleicht schaffen wir es ja sonst auf anderen Wege, die an die Politik zu richten. Ich glaube aber, klarer geht es nicht. Wir würden uns wirklich wünschen, dass die Politik handelt, weil ich meine, nach 100 Jahren ist es auch langsam an der Zeit dafür. Jetzt ist es nur so, es dauert leider auch immer so lange, bis man neue Gesetze umgesetzt hat. Und vor allem, wenn es dann auch uns Frauen betrifft. Ich glaube, da haben wir irgendwie Übung drin hier. Ich meine, schauen wir uns nochmal an als Beispiel das Vergewaltigung in der Ehe. Das hatten wir auch im Anfangsfilm ja gezeigt. Seit 1997 gilt das erst als Straftat. Wie lange, glaubt ihr, wurde da im Vorfeld drüber diskutiert? 5 Jahre? 10 Jahre? Ja, fast. Es waren wirklich 25 Jahre Debatte, ein Vierteljahrhundert. Das ist länger, als ich alt bin. Das ist erschreckend, oder? Aber noch viel erschreckender ist eigentlich, was in diesen Debatten damals so gesagt wurde. Gemeinsam machen wir jetzt mal eine kurze Zeitreise, und zwar in eine Zeit, die eigentlich noch nicht so lange her ist. Und vor allem im Hinblick auf unsere 100 Jahre. Wir sprechen von 1983 und 1997, also Zeiten, in denen wir, die Frauen, doch schon in einem modernen Deutschland gelebt haben. Eigentlich. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, meine Freundinnen, liebe Freunde. Herr Saubermann schaltet den Fernseher aus, trinkt den letzten Schluck Bier aus der Flasche und schreitet zur Tat. In Deutschland wird jede 7. Frau in ihrem Leben einmal vergewaltigt. In den meisten Fällen war der Täter der Ehemann. Es wird also höchste Zeit, dass wir Frauen schützen. Und das ohne Einschränkungen. Unser aller Ziel muss sein, klarzustellen, dass mit dem Gang zum Standesamt kein wie immer gearteter rechtsfreier Raum entsteht. Sie wollen etwas unternehmen, was absehbar als ein Mittel der Erpressung in völlig anderem Zusammenhang gesetzt wird. Dass man durchaus eine Anzeige in diese Richtung erstatten könne, wenn die Scheidung vor der Tür steht, wenn nicht gewisse Bedingungen materieller Art erfüllt würden, das liegt doch auf der Hand. Ich ahne Böses. Wir müssen in diesem Parlament wieder abstimmen und eine überwältigende Männermehrheit führt zu männerfreundlichen Entscheidungen. Ich hoffe, jede und jeder von Ihnen hat ein leises Gespür dafür, dass es eine Unverschämtheit ist, dass immer noch Männer über das sexuelle Selbstbestimmungsrecht von Frauen reden und darüber entscheiden wollen. Werte Frau Kollegin, bitte gehen Sie davon aus, dass wir nicht frauenfeindlich sind und dass wir durchaus in der Lage sind, als Politiker Entscheidungen zu treffen, die allen Teilen der Bevölkerung und ihren besonderen Anliegen gerecht werden. Es kommt nicht darauf an, nun den Tatbestand der Notzucht auf die Ehe auszudehnen, weil, wie dargelegt, eine Regelungslücke in diesem Bereich nicht besteht. Strafanzeigen wegen Notzuchthandlungen zwischen Ehegatten werden meist vor dem Hintergrund eines Scheidungsverfahrens erstattet werden. Eine Erhebung des Allenbacher Instituts aus dem Jahr 1976 zeigt, dass noch immer 22% aller Frauen denken, dass sie rechtlich zum Geschlechtsverkehr mit ihrem Ehemann gezwungen wären.
Als die Diskussion vor etwa 25 Jahren anfing, war der Paragraph 177 des Strafgesetzbuches bereits 100 Jahre alt. 100 Jahre lang hatte das Strafrecht ein bestimmtes Bild vom Zusammenleben zwischen Mann und Frau, geprägt und gestützt. Ein Bild, das die Vormachtstellung des Mannes festigte. Da sind graduelle Unterschiede zwischen diesem Ehemann, der nun aus Rücksichtslosigkeit oder Verlust an Selbstbeherrschung oder vermeintlichem Recht auf Geschlechtsverkehr zu demjenigen, der eine wildfremde Frau vergewaltigt. Das kann nicht gleich behandelt werden. Es kann doch nicht sein, dass Frauen durch die Heirat plötzlich den Schutz des Strafrechts verlieren. Wir Frauen sind doch kein Freiwild. Ohne ein gewisses Maß an Aggression gibt es doch zwischen höheren Lebewesen keine auf Dauer ausgelegte Lebensgemeinschaft. Mir ist kein Verfahren bekannt, wo eine Ehefrau unter dem Gesichtspunkt der Nötigung eine Strafanzeige erstattet hätte. Sind Sie dafür, dass die Vergewaltigung in der Ehe in das Strafgesetzbuch kommt? Ja! Nein! Warum sträuben Sie sich dagegen, dass man die Vergewaltigung in der Ehe als solche benennt und als solche auch strafrechtlich verfolgt? Der Mord an der Seele der Frau muss aufhören. Am Ende unseres Jahrtausends soll nun endlich das Mittelalter zu Ende gehen. Ja, das waren Statements aus der Neuzeit. Die wirken aber irgendwie wie aus der Steinzeit, oder? Ja, und schon sind wir mittendrin in einem sehr sensiblen Thema. Es geht um das Thema Sexismus. Ein Thema, das uns und das wahrscheinlich jede Frau beschäftigt, ob sie es will oder nicht. Da waren wir uns im ConMedia-Team sehr schnell einig drüber, weil wir alle viel zu viele Momente erleben, die wir eigentlich gar nicht erleben möchten. Auch ich habe schon zahlreiche Momente erlebt, in denen ich Opfer von Sexismus wurde. Zum Beispiel hatten wir früher bei uns zu Hause zwischen dem Bad von meiner Schwester und mir und dem Bad meiner beiden Brüder so einen Schacht, der als Verbindung offen war. Und es kam nicht zu selten vor, dass in der Pubertät die Freunde meiner Brüder sich einen vermeintlichen Spaß machen wollten und die Wand hochgeklettert sind, um durch diesen Schacht in unser Bad zu schauen, in der Hoffnung, uns leicht oder gar nicht bekleidet dort wiederzufinden. Stellt euch nicht so an, Mädels, das sind Jungs in der Pubertät, so wurde das dann damals abgetan, Verharmlosung. Das ist das Einfallstor in den Alltagssexismus, den wir alle kennen. Und ich weiß, ich bin nicht die Einzige heute Abend hier mit einer solchen Geschichte. Geschichten sexueller Belästigung. Hört selbst. Ich bin Shirin, ich bin 22. Und als ich 14 war, war ich mit meiner besten Freundin bei einem guten Freund. Es war Sommer und nach einer Wasserballschlacht wollten wir uns abends abduschen. Wir sind dann ins Bad gegangen, haben geduscht. Und als wir aus der Dusche rausgekommen sind, haben wir gesehen, dass eine Kamera gelaufen ist. Wir haben die Kamera genommen, haben das Video gelöscht und sind ins Zimmer gegangen. Währenddessen ist unser Freund sofort ins Bad gerannt. Und als wir uns dann im Zimmer umziehen wollten oder anziehen wollten, haben wir gesehen, dass der Laptop läuft und die Webcam an ist. Wir haben den Laptop zugeklappt, haben das ganze Thema bis heute noch nie angesprochen. Ich bin Celine, ich bin 21 Jahre alt und ich war vor ein paar Monaten im Milaneo einkaufen. Und ein Verkäufer, der mir eigentlich nur helfen wollte, hat dann plötzlich zu mir gesagt, dass er gerne mit mir schlafen würde, wenn ich nichts dagegen hätte. Und obwohl ich jetzt nicht so begeistert von der Idee war, hat er dann noch angefangen, mir zu erklären, was er da alles so mit mir anstellen würde. Ich bin Silvia, ich bin 22 Jahre alt. Ich habe früher in einem Café gejobbt und dann hat mich ein Kunde gefragt, ob unsere Latte Macchiatos eher größer oder kleiner wären. Und als ich dann gemeint habe, dass sie eher kleiner wären, hat er gesagt, dass er zwar Kevin Klein Unterwäsche tragen würde, aber seine Latte aber größer wäre. Ich bin Laura, 22 Jahre alt und auf dem Weg zum Cannstatter Volksfest im Dirndl wurde ich von zwei jungen Männern angesprochen, ob ich ihnen denn gerne meine Handynummer geben würde oder ob ich mit ihnen mitgehen würde. Als ich das dann verneint habe, sind sie ziemlich aggressiv geworden und meinten, wenn wir Frauen uns so freizügig in der Öffentlichkeit zeigen würden, dann hätten wir es ja nur nötig und würden uns den Männern anbieten.
Ich bin Diana und bin 25 Jahre alt und ich war mal auf dem Weg vom Feiern nach Hause. Ich war auch ganz normal angezogen, da das ja manchmal als Grund genommen wird. Ich wurde von einem Typ angesprochen, dass ich ja jetzt mit ihm was frühstücken gehen sollte. Als ich dann gesagt habe, nein, ich werde jetzt nach Hause gehen, hat er gesagt, dass er mich dann begleiten würde. Als ich auch darauf gesagt habe, nein, danke, ich laufe allein, hat er mich trotzdem den Weg bis vor meine Haustür begleitet. Und ich habe ihm dann vor der Haustür die falsche Nummer gegeben, aber hatte trotzdem in den nächsten Tagen ein sehr ungutes Gefühl, ihn vor der Wohnung nochmal zu sehen. Ich bin Isabella, ich bin 21 Jahre alt und ich wurde schon mehrmals im Club von hinter meinem Rücken von Männern angegrapscht, einfach so im Vorbeigehen. Ich bin Julia und ich bin 21 Jahre alt. Ich war vor ein paar Wochen abends mit meinem Freund unterwegs. Wir wollten noch was trinken gehen und haben uns ein schönes Café ausgesucht. Ich bin dann dort an die Bar gegangen, um uns zwei Bier zu holen. Da wurde ich von einem älteren Mann angesprochen. Wir haben kurz Smalltalk geführt. Ich bin dann wieder zurück zu meinem Freund gegangen. Wir saßen wieder zusammen und er sprach mich darauf an, dass mich die ganze Zeit schon so ein Typ komisch anstarren würde. Er hatte von der Unterhaltung vorher mit dem Mann gar nichts mitbekommen. Ich habe dann auch darauf geachtet und tatsächlich war das genau der Mann von der Bar, der mich während unseres gesamten Besuches dann quasi mit Blicken ausgezogen hat. Dieses Gefühl war wirklich einfach nur abstoßend und ekelhaft. Man könnte jetzt meinen, dass das ja irgendwie ein belangloses Erlebnis ist und vielleicht fragt ihr euch, warum ich mir immer noch so viele Gedanken darüber mache. Mir ist in dem Moment bewusst geworden, dieser Kontrast. Mein Freund hat das Ganze auch ziemlich aufgeregt und ich bin eigentlich relativ entspannt mit der Situation umgegangen. Und da habe ich gemerkt, wie alltäglich sowas für mich geworden ist. Ja, Geschichte reiht sich an Geschichte. Wir wollen sichtbar machen, dass dieses Thema für uns wirklich noch viel zu aktuell ist. Deswegen würden wir nun mal alle Frauen in diesem Raum bitten, denen schon mal etwas Ähnliches passiert ist oder die schon mal mit Sexismus in irgendeiner Art konfrontiert worden sind, einmal aufzustehen. Keine Sorge, ihr müsst nichts sagen, es geht nur darum, ein Zeichen zu setzen. Nun bitten wir auch alle Männer, die bereits so etwas von Familie oder Freunden mitbekommen haben, bitte einmal aufzustehen. Fast alle Menschen in diesem Raum sind aufgestanden. Ist es nicht erschreckend, wie viele von uns betroffen sind? Wie kann es sein, dass so etwas tagtäglich vor unseren Augen passiert? Nehmt euch einen kurzen Moment. Schaut euch um. Seht ihr eine Veränderung? Ihr dürft euch setzen, genau. Am Anfang sah hier noch alles anders aus. Hier im Plenum saßen Frauen, ausschließlich Frauen. Ist es nicht erstaunlich, wie schnell eine Veränderung möglich ist? Wir haben es geschafft, von Minute zu Minute das untypische Bild in diesem Raum in die traurige Realität mit viel zu vielen Männern zu verwandeln. Gemeinsam haben wir in unterschiedlichen Abschnitten des Abends erlebt, was das nur scheinbar schwache Geschlecht in den letzten 100 Jahren erreicht hat. Aber wir sind mit dem Ergebnis noch lange nicht zufrieden. Wir beglückwünschen an dieser Stelle die 48 Frauen auf dem Parlament sitzen, die hier in der Realität im Landtag ihren Platz haben. Wir bedauern im gleichen Zuge die 125 Frauen, die wortlos unserer Aufforderung gefolgt sind und das Plenum verlassen haben. Schaut euch um. Leider ist genau das die Wahrheit im Jahr 2019. Liebe Frauen, können wir damit zufrieden sein? Wir wollen doch noch mehr erreichen. Traut euch, setzt euch ein, steht zu euch selbst, seid stolz, eine Frau zu sein. 100 Jahre haben offensichtlich nicht gereicht. Die Zeit, etwas zu verändern, ist jetzt.
Worauf wartest du? Wir sind die Veränderung. Schließlich ist alles nur Kopfsache. Ja. Ja. Und damit darf ich. Ja, dieser Applaus gilt euch. Und zwar sind das jetzt alle, das komplette ConMedia-Team, die 30 Studierenden sind jetzt gerade hier. Und da oben natürlich noch sitzen auch noch welche, die können leider gerade nicht hier runterkommen. Aber das ist euer Applaus. Die haben dieses Projekt umgesetzt und konzipiert. Also noch einmal bitte einen heftigen Applaus für das ganze Team. Ja, wir wollten euch heute Abend Impulse geben, zum Nachdenken anregen. Wir haben es eben gehört, vieles ist nur Kopfsache. Daher lasst uns zusammen aus diesen veralteten Denkweisen ausbrechen und gemeinsam den nächsten Schritt für mehr Gleichberechtigung machen. Mit der ConMedia wollen wir euch ermutigen. Solltet ihr euch zukünftig mal in einer Situation befinden, in der man die Gleichberechtigung in Frage stellt, dann setzt doch euer Zeichen für Gleichberechtigung. Bitte. Ja, Applaus. Aber natürlich kein Ende ohne Danksagung. Zuallererst möchte sich das gesamte Team hier ganz herzlich bei der Landtagspräsidentin Muhterem Aras bedanken. Danke, dass Sie uns erneut das Vertrauen geschenkt haben und wir hier für die ConMedia in den Landtag durften. Vielen Dank an das gesamte Landtag-Team, also an alle hier im Landtag auch ganz, ganz lieben Dank. Und vielen Dank an die Landesanstalt für Kommunikation, LFK, die uns schon seit Jahren bei der Entwicklung dieser Formate hier unterstützt. Auch Applaus, ja. Und zu guter Letzt vielen, vielen Dank an euch. Das Publikum, ob hier drinnen, ob draußen in der Lobby. Danke, dass ihr so zahlreich erschienen seid und dass ihr unser Konzept heute Abend unterstützt habt. Dankeschön. Ja, das war die ConMedia 2019. Kopfsache, Tradition, Frau, Zukunft. Ein junger Blick auf ein viel zu altes Thema hier im Landtag von Baden-Württemberg. Und wie es sich gehört, am Schluss übergebe ich noch das Wort an die Landtagspräsidentin Muhterem Aras, eure und unsere Gastgeberin, Frau Aras. Ach ja, und noch ganz kurz. Ich weiß, jetzt sind nicht so viele Forderungen zusammengekommen, aber trotzdem ein paar eben. Die haben wir natürlich alle mitgeschrieben und die überreiche ich jetzt an Sie. Die können Sie gerne in den Landtag mitnehmen. Und vielleicht hilft es ja was, dass diese Forderungen dann mit umgesetzt werden, hoffentlich schnellstmöglich. Also erstmal meinerseits ganz, ganz herzlichen Dank an das Team der ConMedia. Ich habe vorhin schon gesagt, Sie haben Vielfalt reingebracht, Kreativität, Mut. Sie haben Ideen entwickelt und ich muss ehrlich sagen, es waren nicht nur neue Gedanken, Sie haben Inhalt auch mit Emotionen, mit Nachdenklichkeit verbunden und gerade der letzte Beitrag. Es war nur Gänsehaut und das ganz aktuell, dass Sie hier hinstehen, dass wir zeigen, wie viele Menschen von Sexismus betroffen sind. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Diese Liste werde ich selbstverständlich heute
Heute ist ja Samstag, morgen Sonntag und am Montag werde ich als erste Amtshandlung diese wunderbare Liste allen Fraktionen hier im Landtag zukommen lassen, in der Hoffnung, dass der eine oder andere das aufgreift und dass vielleicht doch Bewegung reinkommt und dass wir nicht weitere 100 Jahre warten müssen, bis paritätisch besetzte Parlamente hier in Baden-Württemberg Standard sind oder in Deutschland. Dafür auch herzlichen Dank. Sie sehen das wunderbare Team hier von ConMedia, die sich seit Beginn des Semesters, also im letzten September, mit diesem Thema beschäftigt haben. Sie haben gesehen, was für eine Professionalität da drin steckt. Und wie Sie an das Thema herangegangen sind, macht es mir persönlich, ehrlich gesagt, unglaublich viel Mut. Es gibt keine Politikverdrossenheit, würde ich sagen. Die jungen Menschen sind unglaublich gut ausgebildet, sehr kreativ, sehr mutig. Machen Sie weiter so. Und natürlich ein ganz besonderer Dank an unsere wunderbare Moderatorin, Frau Lessmann. Ganz, ganz herzlichen Dank. Vergessen wir nicht, das sind junge Menschen, die noch studieren und die Studierenden haben glücklicherweise unglaublich engagierte Professoren, die sie bei diesem Projekt auch unterstützen, angefangen vom Rektor Herr Roos. Ich würde Sie einfach bitten, nach vorne zu kommen, Herr Roos. Herr Professor Wendling und Herr Professor Wendling, zweimal, genau, nicht verwandt, nicht verschwägert, genau, kommen Sie. Und Herr Professor Ferdinand, genau, so. Also. Danke Ihnen nochmal sowohl den Professoren als auch den Studierenden für diese unglaubliche Leistung. Ich hoffe, dass wir gute Gastgeber und Gastgeberinnen waren und ich würde mich sehr freuen, würde mir wünschen uns als Landtag, dass Sie ConMedia der Hochschulen auch im nächsten Jahr mit irgendeiner interessanten, kreativen Veranstaltung wieder hier sind. Ich wäre jedenfalls sehr dankbar und froh. Danke Ihnen nochmal sehr herzlich und wir dürfen nun, ich lade Sie nun zum Stehempfang unten im Foyer ein. Wir haben jetzt genügend gearbeitet. Nun wünsche ich uns allen interessante und anregende Gespräche und wie gesagt, Sie sind einfach faszinierend, unschlagbar, ConMedia, Studierende und die Professoren. Vielen herzlichen Dank. Von Männern und Bösen. Ja. Nein, nein. Da fehlt noch eine Frau.